ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mit der Gnade Allah subhanahu wa ta'ala, konnten wir uns heute an einem Platz versammeln, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Einer Moschee, ein Haus Allahs. Ein Haus, in dem man bi'idhnillah ta'ala nur das Gute macht, was Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefällig ist und nicht das Schlechte tut, wie an anderen Orten, an dem leider unsere anderen Brüder dort sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten und ebenfalls in die Häuser der Häuser Allah subhanahu wa ta'ala zurückrufen. Liebe Geschwister, wir werden heute bi'idhnillah ta'ala über die Geschichte von einem gewaltigen Sahabi erzählen. Ein Sahabi, dessen Geschichte die Tränen wie Wasser herunterschütten lässt, weil dieser Mann etwas vollbracht hat im Islam, in der Religion Allahs, was für uns unvorstellbar ist. Es ist die Geschichte von Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu arda. Aber bevor wir anfangen, inshallah ta'ala, möchte ich, dass wenn ihr den Namen Muhammad sallallahu alaihi wasallam hört, dass ihr auch Salawat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht. Denn es war nicht irgendein Mann oder irgendein Vater von uns. Er war der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Diese Umma, diese Nation von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sie darf ihre Helden nicht vergessen, liebe Geschwister. Diese Umma wurde geehrt, indem Allah, subhanahu wa ta'ala, Menschen aus ihr hervorbrachte, die bereit waren, alles für die Botschaft zu tun. Sie waren bereit, für die Religion des Islam alles zu tun. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala über diese geehrte Nation, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgetreten ist. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier im Koran die Sahaba an, aber auch alle, die den Weg der Sahaba folgen. Möge Allah uns von ihnen machen. Kuntum khayra ummatin. Wisst ihr, was das für Worte sind, liebe Geschwister? Von allen Umman, von allen Nationen hat Allah subhanahu wa ta'ala zu wen gesagt, ihr seid die beste Nation, zu der Nation von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bist du nicht stolz, zu einer Umma zu gehören, die Ehre bei Allah hat? Oder möchtest du zu Menschen gehören, die wal'iyadu billah bei Allah erniedrigt sind und beim Shaitan beliebt sind? Möge Allah uns niemals den Shaitan folgen lassen. Gläubige Menschen, die herausgingen und den Unwissenden sagten, dient einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand anderes darf angebetet werden, außer Allah, denn Allah ist der Herr aller Welten. Rabbul Alamin. Der Herr aller Welten, der Herr der Türken und der Herr der Araber, der Herr der Chinesen, der Herr der Pakistaner, der Herr aller Welten. Niemand auf dieser Welt existiert, der nicht ein Diener Allahs ist.
Ob er möchte oder nicht, er ist ein Diener Allahs, denn Allah hat die Menschen erschaffen. Als seine Diener. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Allah hat sie erschaffen mit seiner Bestimmung. Er hat sie nicht vorher gefragt, möchtest du mein Diener sein oder nicht? Das heißt, jeder Mensch, jedes Geschöpf ist Diener Allahs. Ganz gleich, ob das der gewaltige Engel Jibril ist, der 600 Flügel besitzt und jeder einzelne Flügel von Jibril a.s. deckt den gesamten Horizont ab. Jeder einzelne Flügel von Jibril a.s. deckt den gesamten Horizont ab. Jibril a.s. hat mit einem Teil seines Flügels eine ganze Landschaft hochgehoben und sie auf den Kopf gestellt und runterfallen lassen. Das ist Jibril, derjenige, der zittert und bebt, wenn er vor Allah subhanahu wa ta'ala steht. Egal, ob es auch Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der beste aller Menschen ist. Jeder ist ein Diener Allahs, ob er möchte oder nicht. Aber wenn du dich entschließt, freiwillig ein Diener zu sein von Allah subhanahu wa ta'ala, dann bist du geehrt. Aber wenn du dich nicht entschließt, diesem Weg zu folgen, den Allah für dich bestimmt hat, dann bist du der Niedrigste aller Kreaturen. Du bist bei Allah erniedrigt und keiner kann Ehre bekommen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn erniedrigt. Wallahi, wer soll dir Ehre geben außer Allah? Bei wem suchst du nach Ehre? Außer bei Allah subhanahu wa ta'ala. In kullu man fis samawati wal ard. Illa ati rahmani abida. Allahu Akbar. Jeder, der zwischen Himmel und Erde ist, wird am Tage der Auferstehung zu Allah nicht anders zurückkehren, denn als Diener. Diener. Ganz gleich, welche Stellung er hatte. Und wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls nur als Diener zurückkehrt, wer sind wir, dass wir keine Diener sind? Liebe Geschwister, diese Muslime, diese Gläubigen, die Besten aller Nationen, sie riskierten für diese Botschaft, wallahi, ihr Leben. Und viele von diesen Perlen der Umma sind gestorben, walhamdulillah. Wie? Mit einer Haschischpfeife im Mund? Mit einer Spritze im Arm? Mit einem Glas Alkohol in der Diskothek? Auf dem Fußballfeld? Nein! Sie starben mit dem Wohlgefallen Allahs, indem die letzte Tat, was sie taten, für Allah subhanahu wa ta'ala war. Allah hat ihre Seelen genommen, nachdem sie eine geehrte Tat gemacht haben. Dann nahm Allah ihre Seelen und so werden sie am Tage der Auferstehung vor Allah subhanahu wa ta'ala auferstehen. يُبَعَثُ كُلُّ عَبِدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ Jeder Diener wird in dem Zustand am Tage der Auferstehung aufstehen, auferstanden, wie er gestorben ist. Bist du im Alkoholsumpf gestorben, dann stehst du als Besoffener erniedrigter bei Allah auf. Dann stehst du als Besoffener erniedrigter bei Allah subhanahu wa ta'ala auf. Stirbst du bei Sinner, dann wirst du bei Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Zustand auferstehen. Aber stirbst du, indem du gebetet hast, an einem Tag, wo du fastend warst, an einem Tag, wo du für die Sache Allahs gekämpft hast, wie wird dann deine Auferstehung sein? Wallahi, du wirst es nicht bedauern, du wirst es nicht bereuen, dass du für Allah etwas Gutes getan hast. Und der Sahabi, liebe Geschwister, über den wir heute sprechen, er war der erste Botschafter. Und ihr werdet staunen. Und jedes Mal, wenn ich seine Geschichte lese, staune ich immer mehr. Und man kann es nicht glauben, dass ein Mann, der alles im Leben besessen hat, sein Leben einfach eingetauscht hat für den Islam. Er hat dieses Leben hier verlassen. Das Leben in der Dunya für das nächste Leben. Dieses Leben in der Dunya hat er verkauft. Für was? Für Al-Akhirah. Und Allah, er kauft von den Gläubigen ihre Seelen und bezahlt damit das Paradies. Er kauft deine Seele, weil deine Seele, du darfst sie nicht tun lassen, was sie will. Wenn du deiner Seele freien Lauf lässt, sie wird dich ins Verderben stürzen. Wir müssen unsere Seele erziehen und wir dürfen nicht von unserer Seele erzogen werden. Denn wenn du deine Seele
einfach so außer Acht lässt, wird sie irre gehen und dich in die Irre bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu wa arda, er war zufrieden mit der Armut, nachdem er reich war. Allahu Akbar. Er war zufrieden mit dem Hunger, nachdem er satt war. Und er war zufrieden mit den Qualen, die seine Feinde ihm zufügten, nachdem er in völliger Sicherheit gelebt hat. Er war ein Jugendlicher, liebe Geschwister, und sein Gesicht hat die gesamte Stadt von Mekka erhellt. Seine Schönheit konnte man nur beschreiben, wenn man ihn auch gesehen hat. Und wenn man sah, wie verwöhnt er war, dann hätte man niemals geglaubt, dass er dieses Leben eintauschte, um mit den armen Gläubigen zusammen zu sein. Er war sehr klug und er hat sehr, sehr viel Weisheit besessen. Mus'ab, radiallahu anhu wa arda, hörte wie die Menschen auch in Mekka eines Tages das, was die Leute über Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählten. Es gibt hier einen Prophet, einen Mann namens Muhammad, der behauptet, wenn wir Allah nicht einzig und alleine dienen, dann werden wir in das Höllenfeuer geschmissen. Und wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine dienen, dann werden wir für ewig in der Glückseligkeit des Paradieses leben, wo Allah uns keinen Wunsch vorenthält. Alles, was die Seele begehrt, wird sie in diesem großartigen Paradies wiederfinden. Möge Allah uns unter den Paradiesbewohnern machen. Was war die Neuigkeit in Mekka, liebe Geschwister? Allah hat einen neuen Propheten zu den Menschen gesandt. Seine Botschaft war die Botschaft aller Propheten. O ihr Menschen, dient einzig und alleine Allah. Es gab Menschen, die haben Allah gedient, aber neben Allah haben sie auch andere Dinge angebetet. Andere Götter, Götzen, Tote, egal was, du wirst verlieren, es sei denn, du dienst Allah einzig und alleine. Und Mus'ab, radiallahu an, der verwöhnte Junge, er war ein sehr kluger junger Mann gewesen, der sofort begriffen hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diese Eigenschaft schon vor dem Islam gegeben. Und als er hörte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und diejenigen, die an ihm glaubten, sich im Haus von Al-Arqam, welches sich nannte Dar Al-Arqam, als er hörte, dass sie sich dort trafen, so ist er hingegangen, um zu hören, was ist diese neue Botschaft. Allahu Akbar. Schaut mal, liebe Geschwister, viele Menschen, sie haben Vorurteile über den Islam. Sie hören einen Bericht im Fernsehen, eine Reportage von Spiegel Shaitan TV und sie hören andere Dinge sofort. Sie entscheiden sich, eine bestimmte Meinung zu vertreten. Seid ihr zu den Muslimen gekommen in ihre Häuser und habt ihr sie gefragt, ob sie euch alle töten wollen hier in Deutschland? Haben wir hier vielleicht einen Lagerraum mit einer riesen Bombe, dessen Zeitpunkt wir schon geplant haben, wann wir sie zünden werden, um ganz Deutschland in die Luft zu sprengen? Habt ihr so etwas gesehen? Dann kommt und fragt uns, wer wir sind. Fragt und ihr werdet keinen Schaden davon tragen. Sogar ihr werdet reicher sein, als ihr hier reingekommen seid, wenn ihr zu uns kommt. Er hörte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich dort mit den anderen Gläubigen getroffen hat, liebe Geschwister. Und schaut mal, subhanallah, als er dorthin ging. Und dort saßen wer? Abu Bakr as-Siddiq. Allahu Akbar. Sa'd ibn Abi Waqqas. Die größten Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese edle, gesegnete Sitzung, stellt euch vor. Er kam da rein und er hörte, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Koran rezitierte. Und sie haben dort die Gläubigen gemeinsam Allah subhanahu wa ta'ala angebetet. Und das ist unsere Dawa, liebe Geschwister, wenn wir von allem abgeschnitten werden, auch wenn sie unsere Moscheen zumachen und wenn sie die Muslime auf die Todesliste setzen. Allah wird uns immer einen Platz geben, wo wir diese Botschaft verkünden können. Und sei es ein kleines Zimmer, so wie es Darul Arqam gewesen ist. Von diesem kleinen Zimmer, von diesem kleinen Haus hat die größte Dawa stattgefunden. Und bis heute sind es 1,5 Milliarden Muslime. Allahu Akbar.
Allah segnet, was er will. Es gibt Leute, die haben Riesenpaläste. Eine Moschee, die größer ist als das Gesundbrunnencenter. Aber wer kommt dorthin? Man weiß, was diese Leute reden. Walayyadu billah. Nicht das, was Allah gefällt. Allah segnet, was er will. Deswegen macht euch niemals einen Kopf darum, ob das, was ihr tut, gesegnet ist, wenn du etwas Gutes tust. Wallahi, sei dir sicher, Allah wird dich dabei unterstützen. Kaum hatte Mus'ab radiallahu an einige Ayat aus dem Koran gehört, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinem gesegneten Mund rezitierte, da fing er an nachzudenken. Und sein Herz wurde in dieser Nacht mit Licht erhellt, liebe Geschwister. Allahu Akbar. Nur kam in sein Herz rein. Wallahi, wenn Allah dir dieses Licht in dein Herzen gibt, dann bist du ihm völlig ausgeliefert. Plötzlich liebst du Allah, den du vorher nicht geliebt hast. Plötzlich liebst du Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den du vorher nicht gekannt hast. Und fragt die Konvertierten, die neu zum Islam kommen, oder auch die Muslime, die wieder zurückgekehrt sind zu ihrer Religion mit der Gnade Allahs. Sie sagen, ich liebe den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Woher kommt diese Liebe in so kurzer Zeit? In so kurzer Zeit, liebe Geschwister, eine wahrhaftige Liebe. Nicht wie eine Liebe zu einer Frau oder eine Liebe zu irgendetwas. Nein, es ist eine andere Art von Liebe, die man nur beschreiben kann, wenn man sie geschmeckt hat. Subhanallah, Mus'ab ibn Umair radiallahu an hörte ein paar Ayat und sie bewegten sein Herz. In dem Maße, dass sein Herz erhellt wurde von Licht. Und wie viele Leute haben den gesamten Koran gehört und gelesen und ihr Herz wurde dabei nicht berührt. Ist das eine Gnade von Allah, dass einer ein paar gezählte Ayat hört und sofort dieses Licht in seinem Herzen durchdringt? Und ist das nicht eine Schmach Allahs? Eine Erniedrigung, dass einer die Worte Allahs hört und diese Worte nicht akzeptiert. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlegte seine gesegnete Hand auf Mus'abs Brust radiallahu anhu arda und plötzlich war Stille und Ruhe und Glückseligkeit in dem Herzen von Mus'ab radiallahu anhu vorhanden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Gnade Allahs füllte die Herzen der Gläubigen mit etwas, was unbeschreiblich ist, mit etwas, was sie in einem anderen Zustand in ihrem Leben versetzte, liebe Geschwister. Das war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber Mus'ab hatte eine Mutter. Diese Mutter war bekannt. Sie war eine Frau von einer starken Persönlichkeit. Und sie wusste bis dahin noch nicht, dass Mus'ab sich radiallahu an für den Weg des Islam entschieden hatte. Und Mus'ab wollte das so lange vor seiner Mutter geheim halten, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen Weg verschaffte, wie er es ihr erzählen konnte. Und er ging weiter zu den Unterrichten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er war zufrieden mit seinem Glauben und er vermied den Zorn seiner Mutter, die nicht wusste, dass er Muslim war. Aber einige Zeit später hatte seine Mutter mitbekommen, dass ihr Sohn Muslim geworden ist. Und sie war eine Götzendienerin, liebe Geschwister, eine Götzendienerin, wie auch das Volk, zu dem Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt wurde. Sie waren alle Götzendiener. Und sie akzeptierte nichts anderes, als dass die Götzen angebetet werden mussten. Schaut mal, subhanallah. Sie haben etwas angebetet, was nicht hört, was nicht sieht, um was ihnen keinen Schaden oder Nutzen bringen kann. Wem betest du dort an? Allah sieht dich zu jeder Zeit. 24 Stunden rund um die Uhr sieht Allah subhanahu wa ta'ala deine Taten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hört jedes deiner Worte, welches du aussprichst. Ob du es im Herzen aussprichst oder ob du es öffentlich aussprichst. Allah kennt jeden einzelnen Buchstaben von deinen Worten. Allah ist derjenige, der dich am Tage der Auferstehung für immer belohnen kann oder für immer bestrafen kann. Wähle aus, eine Götze oder etwas anderes,
oder Allah subhanahu wa ta'ala. Sie hat ihn gefesselt. Mus'ab ibn Umair, radiallahu anh, der es gewohnt war, dass er durch die Städte gezogen ist, und er bekam keinen Dinar mehr von seiner Mutter. Sie hat ihm das Geld gestrichen. Und mit diesem Geld hat er sich immer die schönsten Dinge gekauft. Mus'ab ibn Umair war bekannt, dass er die schönsten Kleider angezogen hat und die wohlriechendsten Düfte hatte. Wenn man einen wunderschönen Duft gerochen hat, dann wusste man, Mus'ab war hier, radiallahu anhu arda. Auch wenn er schon lange Zeit weg war, weil seine Düfte so besonders waren, die er aufgetan hat, liebe Geschwister. Sie wollte, dass ihr Sohn ebenfalls die Götzen anbetete, und schaut, wie diese Religion des Islam ist. Auch wenn deine Mutter oder dein Vater zu dir kommt und er sagt dir, bete Götzen an, liebe nichts anderes als Götzen, so teilst du zwar nicht seine Religion, und du darfst niemals seine Religion teilen, wenn du ein Muslim bleiben möchtest, aber du bleibst in der Dunya gut zu ihnen. Du bleibst im Diesseits gut zu deinen Eltern, die dir befehlen, den Weg des Höllenfeuers einzuschlagen. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطَعْهُمَا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, und wenn sie dich dazu anbringen oder wenn sie dich dazu verleiten wollen, dass du gegenüber Allah etwas machst, wovon du kein Wissen hast, das ist alles an Sünde. Du darfst das nicht tun. Aber Allah sagt, فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Aber bleib in der Dunya gut zu ihnen. Welche Religion ist das, liebe Geschwister? Einer möchte, der Vater, dass du ins Höllenfeuer gehst, und er befiehlt dir, dass du Götzen anbetest. Und du bist trotzdem gut zu ihm? Ja, weil Allah dir das befohlen hat. Und so ist unsere Religion. Wissen diejenigen, die über uns Schlechtes schreiben, dieses? Wir dürfen niemand anderes anbeten außer Allah, und wir dürfen niemanden gehorchen. Niemanden außer Allah und seinem Gesandten. Egal, was dir einer befiehlt, und sei er deine Vater oder deine Mutter, du darfst ihn nicht gehorchen, weil Allah hat ein größeres Recht über dich, obwohl Allah das Recht von ihm mit dem Recht der Eltern, subhanallah, als zweiter Stelle gesetzt hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Und als Allah das Abkommen schon damals mit anderen Völkern, das war immer ein Gesetz bei Allah, mit Bani Israel getroffen hat, dass ihr niemand anderen anbeten dürft außer Allah, und zu euren Eltern sollt ihr gütig sein. Wehe, du bist schlecht zu deinen Eltern, dann verkaufst du dein Paradies. So gewaltig ist die Stellung der Eltern im Islam, und seien sie auch Kuffar. Unsere Religion. Wir müssen unserer Religion folgen und nicht unseren Gelüsten, liebe Geschwister. Wenn wir unseren Gelüsten folgen, wallahi, wir werden zerstört werden. Sie wollte, dass ihr Sohn die Götzen anbetete. Mus'ab aber radiallahu an, er blieb geduldig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim, Worte von Allah. Diese Sura beginnt so. Glauben diejenigen von den Menschen, dass wenn sie nur behaupten, sie glauben an Allah, dass wir sie nicht prüfen werden? Wie viele unter den Menschen sagen, ich glaube doch an Allah. Allah wird dich prüfen, ob du an Allah glaubst. Wurde Mus'ab ibn Umair nicht ebenfalls geprüft, wie viele andere Diener auch? Mit wem? Mit seiner Mutter. Seine Mutter hat ihn den Weg nicht leicht gemacht. Und stell dir vor, lieber Bruder und liebe Schwester, wenn du dich entschließt, den Weg des Islam zu gehen, dann glaube nicht, dass dir dieser Weg mit Blumen vorgelegt wird. Nein, dieser Weg ist steinig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Ala inna sil'at Allahi ghaliya, Ala inna sil'at Allahi al-Jannah. Wahrlich, die Ware Allahs ist teuer. Was ist die Ware Allahs? Die Ware Allahs ist das Paradies.
Willst du das Paradies, in dem du sagst, ich glaube, und dann wird Allah deine Seele nehmen und dich ins Paradies bringen? Stellst du dir das so vor, lieber Bruder und liebe Schwester? Wallahi, dann muss ich dich enttäuschen. Allah wird dich so prüfen, wie er diejenigen, die vor dir waren, geprüft hat. Aber, schaut die Gerechtigkeit Allahs, jedem nach seiner Glaubensstufe. Hast du deine Brüder und Schwestern gesehen, die jetzt im Kriegsland sind? Möchtest du mit ihnen tauschen? Hast du deine Brüder gesehen, die jetzt im Gefängnis von Guantanamo sitzen? Möchtest du mit ihnen tauschen? Und schaut mal, subhanallah, dass dieses Gefängnis unrechtmäßig ist, hat dieser Shaitan, der gerade sich Präsident von Amerika nennt, hat selber gesagt, wir wollen das damals abschaffen, richtig? Hat er das nicht gesagt vor seiner Wahl? Warum? Weil er weiß, dass das unrechtmäßig ist, aber plötzlich will er es nicht mehr. Wallahi, schlimm ist, dass es Muslime gibt, die solchen Menschen zuhören. Möge Allah den Abschaum der Erde als Erniedrigung in dieser Dunya und in der Akhira zeigen. Möchtest du mit ihnen tauschen? Du wirst geprüft auf deiner Stufe, du bist hier in Deutschland. Was passiert dir? Weinst du, wenn einer auf dich blickt und sagt, guck mal, da ist ein gefährlicher, bärtiger Terrorist? Gibst du dich mit dieser Prüfung nicht zufrieden? Ist das zu viel für dich? Dann geh und tausch mit deinem Bruder in Guantanamo. Da gibt es Waterboarding. Wisst ihr, was das ist? Man stellt eine Schüssel auf mit Wasser und kippt die Männer, die muslimischen Männer darin, kopfüber in das Wasser. Wisst ihr, was das für ein Gefühl ist? Und du kannst nicht deine Arme bewegen oder sonstiges. Möchtest du mit ihnen tauschen? Aber subhanallah, man heult herum, wenn man draußen ist und man wird als Muslim erkannt. Oh, das ist mir zu viel. Ich muss jetzt einen anderen Weg einschlagen. Oh, die Moscheen werden beobachtet. Natürlich, was denkst du denn? Ihre ganzen Kinder konvertieren zum Islam. Denkst du, das lässt sie ruhig schlafen? Die wollen das. Die wollen das nicht, dass ihre Kinder Muslime werden. Aber werden sie es? Ey Allah, so viele von ihnen. Und keiner hört mehr den Papst zu, außer seine eigenen Leute, die er bezahlt. Die wollen nicht, dass so ein Zustand herrscht. Deswegen, liebe Geschwister, bewegen sie sich und verabschieden Gesetze gegen den Islam. Aber ihre Helfer sind die Menschen und unser Helfer ist Allah. Subhanahu wa ta'ala. Deswegen, lieber Bruder und liebe Schwester, wisse, dass der Weg zum Islam, der Weg ins Paradies, nicht mit Blumen ausgelegt ist. Nein, du musst kämpfen für diesen Weg. Du musst dich abmühen für diesen Weg. Du musst Allah beweisen, dass du anders sein willst als die Lügner und die Heuchler und alle, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt. Allah azza wa jal schaffte aber Mus'ab radiallahu anhu wa arda Erleichterung in seinem Leben. Er hat ihm Erleichterung erschaffen. Und Mus'ab ibn Umair radiallahu anh hat sich befreit von den Fesseln und er ist davon gegangen. In dieser Zeit voller Unterdrückung und Misshandlung der Muslime sagte der Prophet Muhammad s.a.w. dann zu ihnen, dass es einen gerechten Führer gibt, der in Abyssinien verweilt und dort sollten sie erstmal hingehen, um ihre Religion zu lernen, liebe Geschwister. Dieses war in Abyssinien und einige Zeit später schickte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair radiallahu an nach Medina, um der erste Botschafter des Islam zu sein. Allahu Akbar. Es waren doch Sahaba da wie Abu Bakr. Es waren doch Sahaba da wie Umar ibn Khattab und andere. Aber wen erwählte er? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und nichts tut er, außer mit der Leitung von Allah subhanahu wa ta'ala. Er erwählte Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu wa arda. So ging Mus'ab radiallahu anhu in eine Stadt, wo er nicht wusste, was ihm dort erwartete. Wie werden die Menschen ihn dort empfangen? Werden sie ihn zuhören oder werden sie ihn von dort vertreiben oder sogar töten? Er wusste es nicht. Aber subhanallah, das ist ja auch nicht unsere Sache. Unsere Sache ist nur, dass wir die Botschaft verkünden. Manchmal gab es, wenn Mus'ab radiallahu anhu wa arda den Islam predigte, Vorfälle, die ihm sein Leben und den Leben seiner Gefährten gekostet hätten, wenn er nicht
voller Weisheit wäre. Und der Prophet sallam wusste, warum er ihn auserwählt, denn er war voller Weisheit, liebe Geschwister. Eines Tages, während er predigte, wurde er in Al-Madina von Usayd ibn Hudayr überfallen, förmlich überfallen. Er war Führer von einem Stamm und der kam mit einem Speer und er war bereit, Mus'ab ibn Umair zu töten. Jeder Da'i, jeder, der zum Wege Allah subhanahu wa ta'ala ruft, muss damit rechnen, hä? Getötet zu werden. Denn die Wahrheit ist schwer. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wir werden, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf dich schwere Worte offenbaren. Welche Worte? Die Worte des Koran. Schwere Worte. Nicht jeder erträgt diese Worte. Schaut, wie sie uns bekämpfen in all den Ländern. Sie ertragen diese Worte nicht, liebe Geschwister. Usayd ibn Hudayr, er ging auf sie los und er war rasend vor Wut und feindselig gegen denjenigen, der gekommen war. Denn er dachte, er kommt jetzt nur her, um die Religion meiner Vorfahren zu ändern. Und dann sagte er zu ihm, er sagte zu Mus'ab ibn Umair, radiallahu anhu wa arda, was bringt dich hierher? Bist du gekommen, um unsere Religion zu ändern? Geh weg, wenn du dich retten willst. Möchtest du nicht sterben, dann geh jetzt weg. Subhanallah. Wie viele wären an dieser Stelle gegangen? Denn Usayd ibn Hudayr, er war nicht irgendeine Person. Er war ein Führer von einem Stamm, einem, dem gehorcht wurde. Liebe Geschwister, und er selber war eine Persönlichkeit. Wie die Stille des Meeres blieb Mus'ab ibn Umair ruhig, liebe Geschwister. Und er sagte zu ihm, schaut mal, subhanallah, ein junger Mann zu einem gewaltigen Mann. Er sagte zu ihm, und das soll uns eine Lehre sein, willst du dich nicht hinsetzen und zuhören? Wenn dir unser Weg gefällt, kannst du es akzeptieren. Und wenn er dir nicht gefällt, dann brauchst du diesen Weg nicht anzunehmen. Und alles bleibt beim Alten für dich. Er hat Ruhe bewahrt. Er hat Ruhe bewahrt, wo viele an seiner Stelle geflüchtet wären, liebe Geschwister. Usayd, er war ein aufmerksamer und cleverer Mann und er entschied sich hinzusetzen. Und subhanallah, eine Sache wusste Mus'ab, wenn er den Islam annimmt, dann werden es viele andere nachtun. Dann sagte Usayd eben zu ihm, das ist gerecht, ich werde dir zuhören, und er ließ sein Speer auf den Boden fallen und setzte sich hin und hörte ihm zu. Kaum hatte Mus'ab etwas vom Koran verlesen und ihm den Islam erklärt, schon änderte Usayd sein Verhalten durch die Gewaltigkeit der Worte Allahs. Er war überwältigt durch ihre Schönheit, denn sie haben damals die arabische Sprache verstanden und dieser Koran ist in arabischer Sprache herabgesandt worden, liebe Geschwister. Als Mus'ab fertig war mit dem Reden, rief Usayd zu ihm und diejenigen, die mit ihm waren, wie schön ist diese Rede und wie wahr sie ist. Allahu Akbar. Gerade eben war er noch bereit, ihn zu töten. Und nach ein paar Sekunden, wo Allah sein Herz geöffnet hat für den Islam, wo Allah seine Brust geweitet hat für den Islam, war er derjenige, der schon nach kurzen Momenten diese Religion geliebt hat. Dann sagte er zu Mus'ab ibn Umair radiallahu an, wie kann man in eure Religion eintreten? Allahu Akbar. Mus'ab radiallahu an sagte zu ihm, geh und reinige deinen Körper und deine Kleidung und spreche, niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden, außer Allah. Usayd zog sich zurück und kam dann wieder. Und er hatte reines Wasser über seinen Kopf geschüttet und stand da und verkündete, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und auf der Stelle kam die Baraka von Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Eintritt von Usayd ibn Hudayr in diesem Islam. Die Leute von Al-Madina kamen zusammen und fragten sich untereinander, wenn schon Usayd den Islam annimmt. Und noch weiter, wer hat sofort auch den Islam angenommen? Sa'd ibn Mu'adh, derjenige, als er starb, da bebte der Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat den Islam angenommen durch die Zunge von Mus'ab ibn Umair. Alles nein! Und auch Sa'd ibn Ubadah nahm den Islam an. All sie stehen im Lohnbuch von Mus'ab ibn Umair.
Und Mus'ab ibn Umair steht im Lohnbuch von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So ist unsere Religion, liebe Geschwister. Allahu Akbar. Der erste Botschafter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er war erfolgreich. Warum? Weil Allah ihn erfolgreich gemacht hat. Es war ein Erfolg, den er verdient hat und dem er auch gerecht war. Liebe Geschwister, wenn einer zum Weg Allahs ruft und er tut das nicht für Allah, sondern für seine Person oder für seine Berühmtheit oder für etwas anderes wie Geld, wal'iyadu billah, er soll wissen, er wird vor den Heuchlern und den Kuffar ins Höllenfeuer geworfen werden. Allahu musta'an. Die ersten, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei Imam Muslim, über die am Tage der Auferstehung gerichtet wird, sind wer? Einer, der den Menschen den Koran beibrachte. Aber hat er es für Allah gemacht? Nein. Er hat es für was gemacht? Damit die Menschen sagen, MashaAllah, dieser Mann ist ein guter Mann. Er wird als erster in das Höllenfeuer, wal'iyadu billah, hereingeworfen. Aber die Sahaba, sie wussten, niemand darf angebetet werden außer Allah. Wenn ich eine Tat mache, ist sie nur für Allah, subhana wa ta'ala. Und so vergingen die Tage und die Jahre, liebe Geschwister. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten, sie sind ausgewandert nach Al-Madina, weil die Tür jetzt geöffnet wurde in Al-Madina. Und die Qurayshiten in Mekka, sie sind ausgeflippt vor Neid. Hier konnten wir sie misshandeln, die Muslime. Jetzt aber hat einer ihnen die Tür aufgemacht und dort werden sie ihre Religion praktizieren. Und so dauerte es nicht lange, so fand die erste Schlacht im Islam statt. Die Schlacht von, von Badr. Das war die erste Schlacht im Islam. In der islamischen Geschichte. 314 circa. Muslime, Gläubige, Diener Allahs, standen 1000 Shayatin von Kuffar entgegen. Die Anzahl ist dreifach. Aber Allah, er hilft, wem er will. Mache dir keine Sorgen um die Zahl, sondern mache dir nur Sorgen darum, dass wenn du eine Sache tust, du das nur für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Liebe Geschwister, Allah schenkte den Gläubigen den Sieg. Und er sandte ihnen Engel, die mit ihnen kämpften. Allahu Akbar. Engel, reine Wesen, haben die Gläubigen unterstützt in diesem Kampf. Und sie verloren die Kuffar. Sie haben alles verloren in dieser Schlacht. Und subhanallah, liebe Geschwister, es dauerte nicht lange, bis auch die zweite Schlacht im Gange war. Die Schlacht von Uhud. Eine gigantische Schlacht. Die Muslime haben sich mobilisiert und, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schaute unter den strahlenden Gesichtern, denn sie wollten schnell in das Paradies, weg von dieser Welt. Er schaute unter den strahlenden Gesichtern der Sahaba radiallahu anhum, wem er die Flagge des Tauhides gibt. Die Flagge von La ilaha illallah. Und er gab sie Mus'ab ibn Umair. Allahu Akbar. Wer bekam die Flagge in die Hand? Mus'ab ibn Umair, radiallahu anhu wa arda. Die Schlacht in Uhud war am Wüten. Und das Kämpfen wurde immer heftiger. Und die Bogenschützen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam anbefahl, dass sie oben bleiben sollten, sie haben den Befehl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam missachtet, liebe Geschwister. Und dann war die Niederlage auch schon sehr nah. Wenn man sich dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam widersetzt, dann wird Allah einem nicht den Sieg geben. Und selbst, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter ihnen war, so bekamen sie nicht den Sieg. Warum? Weil sie nicht das taten, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dann fragen wir uns heute in einer Welt, wo wir alle Gesetze von Allah und alle Gesetze vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vergewaltigt haben, warum Allah uns nicht den Sieg gibt. Schaut mal, ein einziger Befehl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde missachtet. Bogenschützen bleibt oben auf dem Berg, kommt nicht eher runter, bis ich euch befehle. Bis ich euch dieses befehle, sie sind aber runtergekommen. Und das war das Verhängnis, liebe Geschwister.
Subhanallah, das wendete den Sieg der Muslime und sie waren eigentlich schon am Gewinn. Und die Muslime wurden von den Reitern der Quraischiten auf der Bergspitze überrascht, bei der viele Muslime durch die Schwerter der Muschrikun, der Götzendiener, getötet wurden. Und als das durcheinander war und der Schrecken sich unter den Gliedern festgesetzt hat, spaltete dieses die Reihen der Muslime und die Kuffar konzentrierten sich alle auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie alle haben jetzt ein Ziel gehabt, die Kuffar, auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam loszugehen. Mus'ab radiallahu an, er sah die drohende Gefahr und er hob daraufhin die Flagge hoch und er brüllte wie ein Löwe, Allahu Akbar, Allahu Akbar, damit die Leute zu ihm kommen und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam außer Acht lassen. Er wollte nicht, dass dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur etwas Schaden zufügt. So lenkte er die gesamte Aufmerksamkeit der Krieger auf ihn. Er drehte sich, er sprang, er kämpfte und er tötete die Feinde. Alles, was er wollte, war, die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Er wurde selber zu einer ganzen Armee. Allahu Akbar. Mus'ab ibn Umair radiallahu an, er wurde selber zu einer gesamten Armee. Und Mus'ab ging alleine, um zu kämpfen, als ob er eine Armee von Riesen wäre. Und er war ein Jugendlicher. Allahu Akbar. Er war ein Jugendlicher, liebe Geschwister. Und er trug mit der einen Hand die Flagge. Und mit der anderen Hand schlug er mit dem Schwert. Er ließ die Flagge in seiner Hand, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm diese Flagge gegeben hat. Und als die Feinde kamen mit mehreren Männern auf ihn zu, sie wollten ihn töten, um so an den Propheten Muhammad zusammen zu kommen. Mus'ab ibn Umair trug die Flagge trotzdem am Tage von Uhud. Und schaut mal, wie lange. Als die Muslime zerstreut waren, stand er standhaft, bis er auf einen Ritter von den Kuffaren getroffen hat. Dieser schlug ihm seine rechte Hand und trennte sie von seinem Körper. Was machte Mus'ab ibn Umair? Er tat dann die Flagge in seine linke Hand. Und als er die Flagge mit seiner linken Hand getragen hat, dann trennte dieser Ritter ihm auch die linke Hand ab. Und dann nahm er beide Oberarme und hielt trotzdem die Flagge weiter, liebe Geschwister, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm dieses befohlen hat. Und die Flagge fiel dann zu Boden. Und sie wussten, die Elite der Märtyrer sind gefallen. Und er fiel Mus'ab ibn Umair radiallahu an in der größten Schlacht der Aufopferung und des Glaubens für Allah subhanahu wa ta'ala Sache. Und er dachte, dass wenn er fällt, er auch gleichzeitig das Sprungbrett zum Tode des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird, weil er dann ohne Verteidigung und ohne Schutz wäre. Er hat nur daran gedacht, wie kann er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schützen. Er selber hat nicht an sich gedacht. Er war nur um Sorge um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und nach dieser Schlacht fanden sie die Leiche von dem aufrichtigen Märtyrer, möge Allah ihn ins höchste Paradies bringen, Mus'ab ibn Umair, der mit seinem Gesicht im Staub lag. Beide Hände waren abgetrennt und er fiel mit seinem Gesicht in den Staub, als ob er fürchtete zuzusehen, wie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Schaden zugefügt wird. Oder vielleicht schämte er sich, dass er gefallen war, bevor er die Sicherheit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewährleistet hatte und bevor er ihm bis zum Ende gedient hatte, indem er ihn bewachte und beschützte. Vielleicht fiel er deswegen mit dem Gesicht in den Staub, weil er sich schämte, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten kamen dann, um den Schauplatz der Schlacht zu besichtigen und sich von den Märtyrern zu verabschieden. Und als sie an Mus'ab ibn Umairs Leiche kamen, da fielen die Tränen von den Augen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, ihr müsst wissen, dass diese Leute ihre Belohnung bekommen werden. Er verlor das Diesseits,
aber Allah wird ihm dafür das Jenseits schenken. Und er hinterließ nichts zurück, bis auf eine Decke von zerfetztem Stoff. Wenn die Sahaba radiallahu anhum damit seine Leiche bedeckt hatten, dann war sein Kopf bedeckt und seine Füße offen. Dann haben sie die Decke runtergezogen, dann waren seine Füße bedeckt, aber nicht sein Kopf. So sagte der Prophet Muhammad s.a.w., bedeckt seinen Kopf und macht etwas Pflanzen und Kräuter auf seine Füße. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diese Leute, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Und meine ja nicht, diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot. Körperlich sind sie tot. Aber was sagt Allah? Vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt. Mit allem, was Allah subhanahu wa ta'ala für diese Menschen vorbereitet hat. Glaube nicht, dass sie tot sind. Sie leben jetzt ein besseres und zufriedenes und glückseligeres Leben als vorher. Liebe Geschwister, das ist die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. Und trotz, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam viele in dieser Schlacht verloren hat, wie seinen geliebten Onkel Hamza radiallahu anhu wa arda und andere Sahaba, die er sehr geliebt hat, so konnte er sich nicht verkneifen, vor der Leiche von Mus'ab ibn Umair zu bleiben. Das ist die Geschichte von Mus'ab ibn Umair. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, min al-mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayhi. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und unter den Gläubigen waren Männer, welche das wahrgemacht haben, wozu sie Allah ein Versprechen gegeben haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen großartigen Gefährten nachfolgen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Aufrichtigkeit und Liebe zu ihm geben, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur mit einer guten Tat sterben lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.